Hey, hey, hallo und willkommen zurück, liebe Freunde. Nach einer ja längeren Pause, circa 3 Wochen, gab's ja Pause hier auf meinem Kanal. Willkommen zurück bei meinem Crusader Kings 2 Let's Play. Ich musste selber erstmal wieder mir die Videos anschauen, was wir eigentlich in letzter Zeit so gemacht haben. Wir haben einige überhaupt gar nicht erfolgreiche Kriege geführt und versucht, zum Beispiel hier Raumariki zu erobern, einige dänische Provinzen hier in Südnorwegen zu erobern. All das ist uns nicht gelungen. Ja, und das ist ein bisschen problematisch, denn wir hätten eigentlich ganz gerne ja mittlerweile mal das sogenannte Königreich Norwegen gegründet. Unser Hafen der Heilige ist mittlerweile schon 56 Jahre alt und ja, ihr erinnert euch vielleicht, er hat eine ganze Reihe an erbberechtigten Söhnen und das ist das Problem. Also wenn unser Anführer stirbt, dann wird das ganze Reich wieder in seine Einzelteile zerfallen und wir konnten diese Kriege, die wir hier geführt haben, zweimal gegen Westergotland oder Götterland, Westergautland, wie es hier steht. Ich glaube auch einmal gegen Schweden, wenn ich mich recht erinnere. Können wir das hier sehen? Kein Frieden. Wie sieht es denn bei uns aus? Waffenstillstand mit Eskild. Und Ofeig. Ach ja, Ofeig war der Anführer der Rebellion in Westergautland, ich erinnere mich. Und ah ja, mit dem Anführer der Rebellen und mit dem Anführer von Westergautland auch, Eskild dem Alten. Okay, also mit Schweden nicht unmittelbar. Es kann sein, dass sie Vasallen waren von Westergautland zu dem Zeitpunkt. Alles klar, ja, diese Kriege haben wir also immer verloren, weil die Gegner Ritterorden angeworben haben, also Söldner. Schauen Sie das mal an, die sind ja alle katholisch mittlerweile, das ist das Problem. Und können deshalb auf Ritter zurückgreifen. Und schwere Kavallerie ist in diesem Spiel quasi die stärkste Einheit. Ja, und da haben unsere hauptsächlich leichte Infanterie hat da ein Problem, gegen die anzukommen. Ich schau mal gerade, kann man das sehen, wie unser, ja, hier sieht man das. 1600 leichte, nur 80 schwere, 33 Bogenschützenkavallerie haben wir überhaupt nicht. Das ist halt das Problem, das man sozusagen als Wikinger hat, als nicht reformierter Heide. Vor allem als, solange man sich in dem nicht feudalen System befindet, sozusagen. Alles klar, aber wir machen weiter. Titelverlust, das wissen wir. Wir haben immer noch einen unverheirateten Erben. Finde ich jetzt aber nicht so problematisch. Wir können Leute einkerkern. Wen denn? Asbjörn? Ja, okay. Und einen unserer Söhne, der auch Kanzler ist. Ah ja, ich glaube, da hatten wir uns auch schon mal mit beschäftigt. Wir haben aber eine recht positive Meinung von ihm, 67, und er liebt uns abgöttisch, 100. Schwierig, ne? Er hat auch selber schon einen Sohn, Harald, und 3 Töchter. Wir lassen das mal bleiben. Björn können wir ins Versteck schicken, einen unserer Söhne, und selber können wir uns auch verstecken, das wollen wir aber nicht. Alles klar, wir lassen mal die Zeit weiterlaufen langsam. Wir sehen hier auch, dass in Finnland eine Revolte ausgebrochen ist. Die von Asiko angeführt wird. Es sind Plünderer bei uns aufgetaucht. Und hier verstirbt jemand.
Warum ist die relevant für uns? War das unsere Frau? Ein Teil unserer Söhne scheint von ihr zu stammen. Ah, vielleicht war es die letzte Konkubine, die wir noch hatten. Ja, genau. Kraka ist ja nur die Mutter von Volki und Ragnar, dem Bastard. Okay, so, aber Plünderer, wo wollen die denn hin? Aus Westfold kommen die. Und dahin gehen sie auch wieder zurück. Oh, ist auch besser so. Ist auch besser so. So, können wir denn diese Revolte nochmal wieder angreifen? Nein, weil wir nicht genug Prestige haben, dass wir opfern müssten, um den Frieden zu brechen. Ich verstehe. Ich meine, wir könnten auch nochmal versuchen, hier drüben bei. Gibt es ja eigentlich noch Pikten? Ja, Königreich Schottland gibt es noch ein bisschen. Hier mal was zu holen. Wir wollten ja auch Dublin angreifen. Nektarn. Sieht irgendwie. Hat einen Turban auch. Sieht ein bisschen komisch aus. Nektarn von Maid. Herrscht hier. Und er ist auch eigenständig. Ja, schauen wir uns doch mal an, wie viele Männer er hat. 900. Und Prestige 340. Allerdings hat er 170 Geld, was dazu führen könnte, dass er mal wieder eine riesige Söldnerarmee aus dem Hut zaubert. Eroberung von Dublin könnten wir machen. Königreich Litauen würde sich uns anschließen. Kommt aber wohl kaum darüber geschippert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also 2200 gegen 900. Das sollte also eigentlich kein Problem sein. So, die Lehrzeit von Klein Ragnar ist abgeschlossen. Er ist ein hinterlistiger Schurke geworden. Alles klar. Dann werden wir jetzt mal hier den Krieg erklären. Eroberung von Dublin. Wir heben unsere Truppen aus. Und wir müssen auch Flotten ausheben natürlich. Wir sammeln uns mal hier und Flotte. 11 Schiffe hier. 13, damit haben wir 24, das müsste dann ja schon reichen, ne? 2200 Mann haben wir. Wir ziehen die Flotte mal zusammen, beschleunigen ein bisschen, damit unsere Truppen herkommen. Wir haben einen Anspruch auf das Großhäuptlingtum von Chud. Aha, das dem finnischen König gehört. Und wo haben wir denn diesen Anspruch her? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Gab es da mal eheliche Bündnisse in die Richtung? Ja, ich glaube schon, ne? Satakunta, Karelien, Chud, Lappi, also quasi auf das ganze Kemi. Fast das ganze Satakunta ist hier unten. Hierauf haben wir keinen Anspruch, so mir auch nicht. Aber hier Karelien haben wir einen Anspruch.
Shoot haben wir einen Anspruch. Ja, wir hatten mal mit einem finnischen König, mit seinem Geschlecht, seiner Dynastie, ein Bündnis, ein Ehepakt. Ich habe das Mikrofon mal gerade ein bisschen anders hingestellt. Vielleicht kann man mich so besser hören. Wir können ihm nicht den Krieg erklären, weil wir jetzt natürlich Truppen ausgehoben haben. Die Frage ist, bis wann haben wir denn diesen Anspruch? Steht das irgendwo? Oder ginge der verloren? Wird nicht geerbt, außer wenn durch Krieg erzwungen. Okay, ja, dann kümmern wir uns erstmal nicht darum. Wir haben jetzt anderes zu tun, denn wir wollen Dublin erobern. So, derweil sehe ich hier Truppen der Schweden umhermarschieren. Sie sind im Krieg mit Øystein, dem Thronräuber von Svealand und Arnfast von Medelpad. Medelpad ist hier, also ein dänischer Vasall. Gegen den kämpfen sie hier oben. Interessant. Der will wahrscheinlich. Nee, Helsingland will erobern. Das hier. Wir haben mal sehr gespannt, wie das da ausgeht. Und gegen Dänemark. Beziehungsweise gegen Svealand, gar nicht gegen Dänemark. Ich sehe das gerade hier. Dänemark besteht hier weiter. Svadomir ist da immer noch König, aber Øystein, der Thronräuber, ist unabhängig geworden. Das ist ja interessant. Kommt das? Wurde er entlassen? Wollte er die Unabhängigkeit? Und er ist nordisch. Oh, lasst uns mal ganz kurz in die. Ja. Aha. Ich denke, wisst ihr, was ich denke? Wir sollten mal zusehen, dass wir schleunigst ein Bündnis mit ihm schließen. Das würde er sogar tun. Sehr gut. Das haschmidische Sultanat wurde von der Dynastie Jukan gestürzt. Okay. Wissen wir Bescheid. Tangiert uns aber nicht. Können wir denn auch noch? Achso, wir müssen erst warten, bis er uns antwortet. Vorher können wir keine andere diplomatische Aktion machen. Unser Sohn Somarlivi hat beschlossen, sich der Variga-Garde in Miklagard anzuschließen und dort sein Glück zu suchen. Das werde ich natürlich erlauben, mein Sohn. Surmalivi, das war unser Kanzler, kann das. Nee, unser Kämmerer. Ah ja, Kanzler ist einer. Kämmerer, lass uns mal schauen. Helgi hat hier den höchsten Wert. Danach haben wir Kolbjörn, der aber Befehlshaber ist. Das soll er bitte auch bleiben. Ja, ich denke, dann nehmen wir Helgi. Wir beauftragen ihn mal, uns zur Legende zu machen. Ja, weil ich hoffe, mich hier in diesen Krieg noch einmischen zu können. Die Welt ist gefährlich und überall lauern Schurken. Es kommt euch zu Ohren, dass man Björn ermorden will. Das ist beunruhigend, aber wir haben nicht so eine, also wir haben natürlich eine gute Beziehung, 39, aber nicht ganz so gut wie zum Beispiel zu einer 67. Egil haben wir auch nicht so gut. Surmalisi ist unser Liebling, 85. So, jetzt kommen hier einige Mitteilungen rein. Dark von Aikundasund braucht einen Fokus. Da bekommt man Tradition. Waffenstillstand mit Eskild dem Alten von Westergautland läuft aus. Er befindet sich momentan im Krieg gegen die Bourbonen.
Nee. Doch, klar, da kämpfen Sigismund von Bourbon kämpft gegen Bouchard von Frankreich, mit dem ist Esquivel verbündet. Er verteidigt sich gegen die Rebellion immer noch. Und Holstein will Westergautland erobern. Mensch, Leute, und jetzt haben wir hier so einen Krieg mit Dublin angefangen. Und hier geht's drunter und drüber. Das ist ja. Oh Mann. Na, da müssen wir zusehen, dass wir schnell fertig werden drüben. Oh, die Marine reicht nicht aus. Wir haben noch ein paar neue Rekruten dazu bekommen, wie ich sehe. Dann holen wir hier uns nochmal ein paar Schiffe dazu. Alles klar. Hallo, die Schiffe möchte ich. Bitte zusammen. Dann die Armee. Kolbjörn, Sigtrygg, Björn sind drin. Einschiffen. Und dann fahren wir mal direkt rüber hier. In die Irische See. Und so natürlich die Zeit weiterlaufen lassen. Oh, der Tag scheint einfach nicht voranzuschreiten und ihr könnt kaum die Augen offen öffnen. Die Augen offen halten, ihr scheint völlig antriebslos zu sein. Erhält die Eigenschaft erschöpft. Und dann auch noch Durchfall. Und hoffentlich ist das nicht wieder ein Krebs oder sowas. Und guckt euch das. Sechstausend Mann hat der. Jetzt schauen wir mal rein, wo die herkommen. Angeworben. 5.500. Also beim besten Willen. Das. Und er hat eine positive Monatsbilanz. Das ist doch. Guck mal hier an. 8.000 Mann. Armee von Starkadr. Das ist eine westergautische Armee. Schade, dass man die Schiffe nicht angreifen kann. Hätten wir sie mal hier festgenagelt. Aber dann ergibt es ja auch keinen Sinn, hier uns abzumühen und anzugreifen. Wenn wir den Krieg eigentlich ganz woanders. Also wenn die hier sind. Und guck mal, er hat nur 21 Schiffe. Das heißt, er kann auch nur 2000 Mann, 2100 rüber schaffen. Und nicht alle. Die Söldner muss er loswerden. Können wir ihm weißen Frieden anbieten? Nein. Kapitulieren könnten wir. Wenn wir 200 Prestige verlieren. Und Autorität. Und Gold. Im Weißen Frieden 100 Prestige. Ja, das könnte man verkraften, ne? Ja, aber also das ist. Also diese Mechanik mit den Söldnern finde ich echt nicht gut. Ich muss mal gucken, ob ich da einen Mod oder sowas finde, der das beschränkt. Dann fahren wir zurück und ja. Also ist zwar blöd, müssen hoffen, dass die jetzt keine riesige Flotte ausheben und rüberkommen, aber. Ah, ja, es ist doch Krebs. Unser König hat Krebs. Raffen leidet an Krebs. Das heißt, sein Tod steht kurz bevor. Wir werden die Armee zurückschicken. Die Schiffe brauchen wir auch nicht mehr. Und ja, wir können jeder uns verstecken. Das wollen wir auch nicht. Sondern was wir wollen ist Raumariki. Und Westfold und Telemark natürlich auch, ne? Haben wir denn jetzt eigentlich. Ach, das ist ein neuer König jetzt hier. Wo ist denn der Thronräuber hin? Wir bieten ja auch ihm nochmal ein Bündnis an. Er willigt ein. So. Und er ist immer noch im Krieg.
Seelische Eroberung von Gotland. Gotland wollen sie. Und guckt euch das mal an. Durch wen ist das besetzt? Sehen wir das hier? Jamtaland. Entfernung. Angreifer. Besetzt durch Middelpad. Ja, der scheint sein Ziel auch durchsetzen zu können, tatsächlich. Problem ist, dass wir natürlich die beiden Provinzen da haben wollen. Von Schweden. Beziehungsweise Svitjod. Königreich Schweden ist ja noch nicht gegründet. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Greifen wir jetzt Dänemark an? 500. Aber Prestige fast auch 500 und Geld auch 500. Also, der wird ja wahrscheinlich dann wieder. Ist ja auch katholisch, ja, ne? Religion katholisch. Wird er doch mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine Ritterarmee aus dem Boden stampfen. So, ich glaube, wir werden es nochmal mit Westergautland versuchen. Eigentlich wollen wir Raumariki. Müssen wir da dem ihm hier den Krieg erklären? Ufeig der läuternden Flamme. Nee, mit dem haben wir noch Frieden. Kann das sein? Ja. So, mit Nektarn sind wir zwar im Krieg, aber also, wenn er nicht mal was für diese Söldner bezahlen muss, dann lassen wir das beim besten Willen bleiben und werden hier den Krieg erklären und fordern. Oh, Lübeck und Frankreich schließen sich an. Und auf unserer Seite Sjelland und Litauen. Na, das schaffen wir doch dann auch nicht, oder? Kommen die Franzosen da hoch? Ich weiß nicht. Würden sie das tun? Wie sieht es überhaupt hier aus? Die Sachsen sind leider katholisch. Liebe Freunde, also, ich muss mich nochmal mit dieser Mechanik hier auseinandersetzen, wie gesagt, mit den Söldnern. Es kann ja nicht sein, dass die KI einfach 5000 Söldner aus dem Hut zaubert und dadurch noch nicht mal Schulden macht, oder? Oder muss man für den Orden nichts bezahlen? Kann das sein, wenn man vom gleichen Glauben angegriffen, nicht vom gleichen, sondern von einem heidnischen Glauben angegriffen wird, können dann christliche Fürsten kostenlos, das ist ja der Punkt, kostenlos scheinbar, Ritterorden anwerben? Geht das? Also, weil wir können das ja zum Beispiel nicht, ne? Wir müssen immer bezahlen. Hier, guckt mal an. Wenn wir die Varegergarde uns holen wollten, mit 3000 Mann, müssten wir 30 Gold im Monat bezahlen und 315 einmalig. Das heißt, wir könnten den Spaß, wenn wir Gold hätten, ein, zwei Monate machen und dann wäre es vorbei. Also, verstehe das nicht. Na, guck mal, selbst dieser Trupp hier mit 51 Mann kostet 0,5 im Monat. Ja, verstehe das nicht. Vielleicht wären Ritterorden. Vielleicht muss man für Ritterorden nichts bezahlen. Ich weiß es nicht. Ich werde da mal nachschauen. Aber das wäre natürlich also richtig mies. Wie soll man dann gegen die ankommen? Das verstehe ich nicht. Wie soll man das schaffen als Heide, als nordischer Fürst? Schwierig, schwierig, liebe Freunde. Der Kriegsstand geht auch runter hier, weil er halt Dublin kontrolliert. Also
Ja, ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also, ich finde die Mechanik etwas problematisch. Wieder nichts erreicht, leider. Allerdings tut sich einiges in Skandinavien. Ihr habt es gesehen. Skjelland ist unabhängig. Westergautland scheint auch nicht in der besten Position zu sein, hat 8000 Mann hier drüben und kämpft immer noch gegen die Rebellion, die noch immer nicht niedergeworfen ist. Also die haben hier durchaus noch freie Provinzen. Und ja, Schweden kämpft gegen die Reste von Dänemark, scheinbar ohne Chance, denn die Dänen halten hier zwei Provinzen, belagern ihre Zielprovinz. Sehr interessant, also bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und hey du, euer Le Petit Cabot.